Yo Leute, willkommen Dirt 3. Wir haben das Gymkhana Celeritas Sublitas Rabidus Academy freigeschaltet. Kurz die Gymkhana Academy. Ja, das ist das Finale dieser Stage. Und wir gehen auch direkt mal rein. Jetzt geht's auf ein Smash-Tutorial im DC Compound. Bin ich mal gespannt. Willkommen in der Academy. Smash-Blocks sind der leichteste Trick, den es gibt. Zerstöre in der vorgegebenen Zeit einfach so viele wie möglich. Bin ich mal gespannt. Jetzt zu deiner Überraschung. So. Hier ist dein neuer Gymkhana-Trainer. Hier ist mein neuer Trainer. Medaillengewinner und YouTube-Sensation. Hier ist Rennsport-Superstar Ken Block. Ken Block, habe ich noch nie von gehört. Wenn du die Videos von dem Kerl noch nicht gesehen hast, hast du echt krasse Action verpasst. Ken ist der beste und innovativste Gymkhana-Fahrer auf diesem Planeten. Er hat diesen Sport praktisch im Alleingang berühmt gemacht. Kann man das nicht überspringen? Mann, Christian, jetzt werde ich gleich rot. Ich sag nur, wie es ist, mein Freund. Okay. Wenn du Gymkhana mal drauf hast, stellen wir dich vor ein paar Herausforderungen. Hör also genau zu, was Ken dir sagt. Ja, also zuhören, was Ken mir sagt. Bring dich in Form. Das wird ein Spaß werden. Schön. Willkommen zur Gymkhana-Schule à la Ken Block. Ja, bin ich ja mal gespannt. So, und wie ich sehe, fahren wir endlich mal mit einem geilen Auto. 40.000 Punkte, um Ziel zu erfüllen. Ja, einfach mal starten, ich habe keinen Plan. Von Zeug ist doch der perfekte Einstieg ins Gymkhana-Training. Worum geht's, Ken? Smash-Blocks sind der einfachste Trick beim Gymkhana. Du fährst einfach dagegen oder hältst Punkte für jeden kaputten Block. Ganz einfach. Maximale Zerstörung. Ken also, hat dir gezeigt, ja, wie es super. Zerstöre genügend Blöcke, um dir Bronze zu sichern und starte das nächste Tutorial. Also geht, das geht jetzt wirklich eigentlich nur drum, Sachen kaputt zu fahren. Yeah! Das ist doch ein bisschen anders als... Zack, Auto kaputt. Scheiße. Okay, irgendwie klappt das mit dem Driften dadurch besser als nicht gedacht. Naja, eigentlich andersrum. Es klappt viel schlechter als gedacht, weil der driftet und fliegt da und alles. So, weiter. Das war schon mal eigentlich scheiße. So, Ladezeit wieder übersprungen. Jetzt sind wir beim Jump-Tutorial. Direkt mal starten. Hoffentlich kriegen wir hier auch noch eine Einführung. Das will ich sehen. Sprünge, soweit es nur irgendwie geht. Hast du noch ein paar Tipps, Ken? Eigentlich ist alles ganz einfach. Du musst nur die richtige Linie in den Sprung finden. Fahr so schnell du dich traust und spring so weit es geht. Aber pass auf, du musst nämlich nach der Landung wieder die Kontrolle haben. Je weiter du fliegst, desto mehr Punkte. Achte auf die Dreiecke, die dir Feedback geben. Drei Dreiecke bedeuten einen perfekten Trick und die maximale Punktzahl. Ah, da bin ich schon mal gespannt. Ja, dafür wechsle ich aber jetzt auch mal die Kamera. Ja klar, das sieht bei dem immer so einfach aus, wie der da bremst und alles, ne? Oh, Gold, ist doch schon mal ganz in Ordnung. Auch wenn wir das Auto dafür voll zerlegt haben. So, direkt mal auf weiter. So, und da sind wir beim nächsten Ding. Gucken, worum es jetzt geht. Drift Tutorial. So, starten.
uns, wie es gemacht wird, Ken. Okay, das hier sind Drift-Tore. Es gibt verschiedene Arten, aber alle funktionieren gleich. Rutsch mit Tempo hindurch und stell das Auto dabei quer. Je schneller und je mehr seitwärts du durch die Tore driftest, desto mehr Punkte erhältst du. Hammer! Hol deinen Schlittenpartner! Bin ich mal gespannt. Weil das ist nämlich was, was ich gar nicht auf die Reihe kriege hier in dem Spiel, weil da werde ich nämlich, glaube ich, jedes Mal voll in eine Wand knallen oder so. Oder nicht mal das Tor treffen. Super. Auto schon wieder halb kaputt. Ey, das kann doch nicht sein. Der war jetzt pur dämlich. Da spule ich nochmal eben zurück. Und das vergessen wir alle ganz schnell, dass ich auf so eine Distanz gerade dagegen fahre. Oh! Aber immerhin Bronze. Endgeil. Ich wusste doch, das ist dein Ding. Meint der Endgeil, das ist dein Ding. Das ist überhaupt nicht mein Ding, Mann. Das ist scheiße. So, Ladezeit wieder überspringen. Und da ist das Spin-Tutorial. DC Command Battersea. Direkt starten. Ja, super. Diese Spin-Zonen sehen aus, als wäre das völlig unmöglich, so präzise zu fahren. Was ist der Trick bei diesen Dingern, Ken? Die Spin-Zonen sind eigentlich mein Lieblingstrick. Du fährst in die markierte Zone und lässt das Auto kontrolliert schleudern. Je mehr du schleuderst, desto mehr Punkte. Der Trick ist, sich langsam und im richtigen Winkel zu nähern. Dann lenkst du ein und wirfst das Heck mit der Handbremse herum. Bleib auf dem Gas und schlag voll ein. Je länger der Spin, desto mehr Punkte. Wenn du das Maximum hast oder dir schwindlig wird, lenk wieder gerade und fahr raus. Die Fans stehen auf sowas. Ja, das ist mir egal, worauf die Fans stehen. Ich muss auch hier mal was machen, was ich auf die Reihe krieg. Ja, hä? Ja, super, jetzt bin ich nicht mal in der Zone. Ey, ich muss auch in dieser Zone bleiben. Warum fahre ich jedes Mal? Warum bleiben die alle so in der Mitte stehen? Und ich fahre voll immer da raus. Silber. Geht ja noch. 37.210 Punkte. Sehr gut. Gymkhana vom Feinsten. Ah, Gymkhana vom Feinsten am Arsch. So, Ladezeit überspringen wir direkt mal wieder. So. Und was ist es? Donut-Tutorial. Ach du Scheiße. Lust auf einen Donut? In der Gymkhana-Welt bedeutet das Wort aber etwas völlig anderes, oder Ken? Ja, es gibt große und kleine Donuts. Die zwar unterschiedlich aussehen, aber auf dieselbe Art funktionieren. Du legst einfach einen flüssigen Seitwärtsdrift um ein zentrales Objekt hin. Fahr erst so, als würdest du am Ziel vorbeifahren. Dann wirf das Auto zur Seite, indem du einlenkst und die Handbremse ziehst. Während des Spins hältst du die Nase mit dem Gaspedal und der Lenkung so nah wie möglich am Zentrum. Punkte erhältst du nur an den markierten Gymkhana-Donuts. Sieht schwierig aus, aber du schaffst das schon. Ach, da bin ich mal gespannt, ob ich das schaffe. Aber Hauptsache, ihr habt was zu lachen an. Ja, super.
10.000 Punkte haben wir schon mal. Okay, der war ein bisschen abseits. Ah. So, jetzt habe ich es, glaube ich, oder? Aber ich kriege keine Punkte dafür. Ah, 35.230 Punkte. Da hatte ich einmal, da lief das Auto flüssig. Ja, Naturtalent. Welch Naturtalent hätte ich Platin erreicht, Leute. Also ich finde zwar scheiße. Aber ihr sitzt bestimmt da und lacht euch kaputt, wie ich hier abkack. Yo, jetzt müssen wir Freestyle Gymkhana Saisonfinale fahren, damit wir uns für die nächste Saison überhaupt qualifizieren. Ja. Der Sport als Megaspektakel in eigens errichteten Arenen vor einem durchgeknallten Publikum. Die besten Fahrer aus aller Welt wollen sich verewigen und ja, das mache ich ganz, bestimmt nicht. Dreht sich alles um Ausdruck und Persönlichkeit. Zeig, was du kannst. Dann gewinnst du Fans fürs Leben. Das wird dir gefallen. Da bin ich mal gespannt. In Monaco wird das Ganze stattfinden. Kicker Racing. NX, Kony, Osiris, Subaru Impreza. Ich nehme Kicker Racing. Sieht von vorne ein bisschen aus wie ein Porsche. Und die Ladezeit überspringen wir mal wieder. Und da sind wir in der Bucht von Monaco. Du hast alle Tricks drauf, aber jetzt wird's ernst. Du nimmst an einem Freestyle Gymkhana Event teil, wo du sämtliche Tricks kombinieren musst. Diese Events sind vor allem eine Riesenshow für die Fans. Begeistere die Leute. Weil interessieren mich die Fans. Erstmal stehen da höchstens 10 Leute rum. Wie kriegt man die Fans auf seine Seite? Also, es gibt drei wichtige Dinge, die du beachten musst. Erstens, vermeide Leerlauf und zeig die Tricks so schnell hintereinander wie möglich. Zweitens, wiederhole dieselben Tricks nicht zu oft, sonst wird's langweilig. Drittens, bau keinen Unfall. Ja, bau keinen Unfall, super. Das sagen die gerade mir. Wirst du alles verstehen, was wir trainiert haben. Keine Angst und viel Glück. Wir feuern dich an, Kumpel. Zeig ihnen eine Show, die sie nie vergessen. Ich zeig denen Unfälle, die die nie vergessen, weil mein Typ dann eigentlich schon längst tot sein müsste, wie ich da fahre. So, starten. Wir müssen mindestens Dritter werden. Zack, Rückblende. Da sieht man ja schon wieder, wie geil ich das Spiel beherrsche. Ach, hä? Ich habe den falschen Knopf gedrückt. So, nochmal zurück. Ne, ein bisschen weiter. So. Kombinieren wir das lieber direkt mal mit so einem Donut. Oh, shit. Versuchen wir mal mit dem Spin ein paar Punkte zu machen. Wir sind Achter. Scheiße. Hey. Ah. Jetzt sind wir Siebter. Kriege ich ja gar nicht auf die Reihe hier. Da, und zu Ende 92.000 Punkte. Der erste
hatte 228.000 Punkte. Ja, für Dritter zu werden brauchen wir mindestens noch 70.000 Punkte mehr. Also neu starten, nächster Versuch. Ah, starten direkt. Erstmal ein paar Punkte mit dem Drift gemacht. Und da ist der Totalschaden. Super. Aufprallkraft 27,09G. Ja, geil. Dann ist auch kein Wunder, dass der Nacken von dem Typ so schief hängt. Super, ey, das sieht schon wieder scheiße aus, Mensch. Hey. Meine Fresse! 7 Sekunden noch, wir sind Fünfter. Super, das hätte jetzt vielleicht noch ein paar Punkte gebracht. Jetzt haben wir schon mal fast 50.000 Punkte mehr als eben. Wie viel hätten wir bis zum Dritten noch gebraucht? Knapp 10.000. Super. Ey, ich wollte neu starten, Mann. Hey, du hast dich klasse geschlagen. Ich freue mich schon bald mal gegen dich anzutreten. Ich schätze, ich habe jetzt eine echte Konkurrenz. Ha, das kannst du laut sagen, Captain. Der für eine Scheiße labert, der Typ. Starke Showpartner. Die Fans sind begeistert und ich bin's auch. Was für ein Saisonabschluss. Du warst unfassbar gut. Ich wusste, dass es richtig war, dich unter Vertrag zu nehmen. Glückwunsch. So, also ist die erste Saison schon mal zu Ende. Ja, ich verabschiede mich für diesen Part und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao.